Ja. Und wir haben noch einen dritten Manga für euch. Einen haben wir noch. Einen. Und das ist Platz 7. Ja. Der ist jetzt auch bei Kase erschienen, der erste Band. Mhm. Und ja, hier geht es um die ein Mädchen namens Saya. 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 Dieser Name immer. Saya. Saya. Und ja, die lebt halt eben in einem kleinen Dorf, wo es an sich nicht sehr viel Spannendes gibt. Sie hat auch ein normales Leben. Es ändert sich auch eigentlich grundsätzlich gar nichts, sondern eigentlich ist schon viel mit ihrem Leben verbunden. Denn ihre Mutter ist ja eben gestorben. Hört sich erstmal ein bisschen nach Standard an, mhm. aber man erfährt halt eben auch, dass sie das gleiche Schicksal vielleicht leiden könnte, beziehungsweise auch die gleichen Fähigkeiten, die ihre Mutter hat. Denn es gibt halt eben die alten Wesen und das sind eben Wesen, die Menschen fressen und auch dieses Dorf im Laufe der Geschichte heimsuchen. Und sie ist diejenige, die sie nur bekämpfen kann, weil sie eben auserwählt ist und auch eben ein Schwert tragen kann, was wirklich für die Zerstörung dieser Wesen geeignet ist. Und ja, man merkt halt eben auch immer wieder, wie sie wirklich dann schwankt zwischen ihrem normalen Alltag und eben auch ihren sozusagen nächtlichen Aktivitäten auf der Monsterjagd. Und dass auch genau. in diesem Dorf einiges im Laufe der Zeit passiert, wie auch das Verschwinden eines Bäckers. Und da das Dorf nun mal sehr klein ist und auch wirklich dann nur einen Bäcker hat, genau, da fällt das auf. Fällt das schnell auf. Mhm. Und gerade auch hier, der erste Band endet auch mit einem sehr gut gelungenen Cliffhanger. Und da muss man gucken, in welche Genre-Richtung es geht, aber vielleicht da auch nur du etwas mehr zu. Ja, also ich habe natürlich auch so wie du die Zusammenfassung gelesen, dachte so, oh, das ist ein Standard-Action-Manga und habe dann angefangen zu lesen und habe gelesen und gelesen und gelesen und erst gegen Ende fing dann die Action richtig an. Also ich war ziemlich überrascht, denn ich hatte wirklich erwartet, dass das so wie im typischen Action-Manga ist, nämlich ich bin die Saya und ich habe ein ganz normales Leben und ich renne mit einem Toast im Mund zur Schule, weil ich wieder zu spät komme und nachts oder abends, wenn keiner guckt, bin ich dann halt die dämonentötende Superheldin oder so. Aber so ist das überhaupt nicht erzählt. Also das hat mich wirklich überrascht und das fand ich auch sehr erfrischend, dass es mal anders war. Also es zeigt... Sehr alltäglicher Einstieg. Genau, es zeigt einfach ihren Alltag, wie sie in diesem Dorf Tag für Tag mit ihren Freunden sich also dann in der Schule trifft und wie sie dann morgens dann Kaffee trinkt mit ihrem dem Freund ihres Vaters und Familie, so und Familie, Bekanntschaft, genau. Und dann reden sie über den Bäcker in der Schule. Ja. Und es ist halt, es zieht sich halt schon so hin und man merkt tatsächlich, ja, in diesem Dorf passiert tatsächlich nichts. Und ich finde dieses, dass man das nicht auf dem Tablett serviert kriegt, das ist der Plot hier, sondern man entdeckt es nach und nach, aha, es passiert tatsächlich nicht so viel. Ich meine, manche würden das langweilig finden, aber ich fand das zumindest als Ansatz interessant, dass es anders erzählt wird. Ja. Und wie gesagt, gegen Ende kommt dann auch die Action und der Cliffhanger ist auch wirklich da. Da denkt man so, oh, okay, jetzt geht's los. Das stimmt. Und, man merkt auch hier teilweise echt noch irgendwie die Einflüsse. Denn es ist ja wirklich auch von das Charakterdesign, auch die Story-Ideen von Clamp, nur von anderen Zeichnern umgesetzt. Genau. Und finde ich auch eine sehr gute Mischung. Aber man merkt halt eben auch gerade an den Charakteren, das ist auch, glaube ich, dir gerade sehr aufgefallen, dass es sehr diese Stereotypen sind. Ne? Ja, denn Clamp hat halt eben echt dann so ihre Zwillinge, die dann immer ähnlich reagieren und sich so vermarkten. Und die tauchen auch hier wieder auf, obwohl es eine andere Zeichnerin dann umgesetzt hat. Mhm. Ja, aber, also die sind halt wirklich die haben ihre festen Rollen wie der Schülersprecher mit der Brille natürlich, der ist dann super höflich und nett und interessiert sich für die Hauptfigur. Dann haben wir den coolen Außenseiter, dann haben wir die coole, die starke Mitschülerin, die halt ihr immer erzählt, du darfst nicht immer so lieb sein, du musst dich mal zusammenreißen. Und dann die lustigen Zwillinge, die halt ständig ihre Sätze zu Ende reden und so. In dem Sinne ist das natürlich nicht groß anders als halt ein Standard-Manga, Action-Manga, aber... Was mich trotzdem noch interessiert, also irgendwie gefesselt hat, war, dass hin und wieder ein paar Elemente aufgetaucht sind, wo man denkt so, na, stimmt da was nicht? Irgendwie, also so irgendwie so im Unterbewusstsein. Und ich glaube, ich hatte auch nachher dann nachgelesen, dass es teilweise genremäßig aber auch in Richtung Horror geht. Hm. Und da dachte ich, aha, okay, wenn es Horror ist, dann ist es interessant, denn jetzt möchte ich wissen, was mit diesem perfekten Alltag irgendwann passieren wird. Vor allem mit dem Cliffhanger, der da kam. Ja, also, den wir jetzt nicht zeigen dürfen. Den wir nicht zeigen dürfen. Aber da bin ich also gespannt, jetzt
je nachdem, was im Buch 2 passiert, könnte es natürlich in mega geil oder na, vielleicht doch Enttäuschung gehen. Aber ich stehe da wirklich und denke so, den zweiten würde ich schon gern lesen, um zu schauen, was passiert. Also das finde ich recht spannend. Ich meine, diese ganze Plattreihe ist ja auch vielen ein Begriff, weil es ja wirklich dieses Platt-Plus gibt. Und wirklich auch jetzt noch, habe ich auch jetzt herausgefunden, noch einen Platt-Film geben wird, The Last Dark, der jetzt im Oktober bei Mad Dimension hier in Deutschland erscheinen wird. Der Anime ist auch schon hier in Deutschland draußen, bei Animes erschienen. Und deswegen haben bestimmt auch schon viele da eine haben schon einen guten Einstieg gehabt durch den Anime und kennen sich in diesem ganzen Universum aus. Aber jetzt mit dem Manga war eigentlich auch schon ein sehr spannender Einstieg. Ne? Obwohl, es ist halt echt so eine Geschmackssache, fand ich auch. Ne? Also, ob man jetzt auch dieses Horrormäßige mag oder so. Ja, das ist wirklich Geschmackssache. Aber ich denke mal, dass bei Band 1 ist es halt noch ein bisschen früh, um sagen zu können, das ist klasse oder eben nicht. Ja, ja. Und wie gesagt, es fängt sehr langsam an für die Leute, die erwarten, dass da jetzt schon im ersten Band mega viel Action ist. Das ist nicht so. Aber ich denke, es hat schon Potenzial. Und ich habe auf jeden Fall zumindest Interesse und bin mal gespannt, wo es hingeht. Ja, also ich werde es mir weiter kaufen. Okay. Ja. Ich glaube, dann haben wir die Manga tatsächlich durch, ne? Die Manga haben wir jetzt durch? Die Manga haben wir durch. Und dann sind wir bei Game. Ihr seht an meinem breiten Grinsen, es geht los. Es wird gezockt. Oh je, oh je. Hier ist der Käfig. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz ein bisschen zurechtrücken und gucken, dass wir hier die PlayStation... lass mal gucken. Ja. Was spielen wir heute? Wir spielen heute Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Was für ein Titel, ne? Du musst ja auch nicht japanisch aussprechen. Kein Deutscher macht das so. Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm. Ja, genau. Ja, den spielen wir ein bisschen rein. Es gibt, also ich kann ja vielleicht vorab ein bisschen was zum Game sagen. Es ist nicht Ballergame, es ist ein Kloppspiel, also es ist halt ein Fighting-Game. Und es hat allerdings auch einen Story-Modus, den wir aber nicht zeigen werden. Wir werden einfach gegeneinander antreten und gegenseitig vermöbeln. Das ist viel witziger. Und ich habe keine Erfahrung in dem Spiel. Das macht nichts, in den Proben hat er mich voll verkloppt. Das war nur eine Probe, du hast es schon ein paar Tage gehabt. Ich weiß, aber du ballerst, du machst einfach nur so alles drücken. Ihr werdet es gleich sehen. Schlimm ist das. Ja, und da wollen wir also auf jeden Fall ein, zwei Matches spielen, ne? Mal gucken, wie es wird. Ja. Ich kann nachher noch mal ein bisschen was zum Game sagen, aber lass uns mal schauen. Ach so, du hast den ersten Controller. Dann nimm du den ersten. Gib mir mal her. Genau. Zack. So. Ich hoffe, ihr seht gleich, was bei uns auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wir müssen uns erst ein paar Charaktere... Ah, jetzt seht ihr es. Okay. Es muss erst laden. Versus Duell. Ich hatte ursprünglich natürlich zu Hause ganz viele Charaktere freigeschaltet. Aber die haben wir hier leider nicht, weil wir eine andere PlayStation benutzen. Buhu, die ganze Mühe war umsonst. Dabei habe ich so richtig geile Charaktere ausgesucht gehabt. Oh Gott. Ich habe natürlich auch nicht so viel mit denen experimentiert. Aber ihr seht auch schon, es sind noch viele Slots frei mit Charakteren, die noch alle freigespielt werden können. Ja. Also in erster Linie ist ja auch, also die anderen 1 und 2 von dieser Serie habe ich noch nicht gespielt, Ja. Aber ich habe so das Gefühl gekriegt, dass sich revolutionär nichts sonderlich geändert hat, aber eben mehr Charaktere zur Verfügung stehen, soweit ich weiß, und der Story-Modus halt auch ziemlich gut. Also der ist sehr schön. Also die Cinematics zwischendrin sind echt klasse. Die Optik sah echt schon cool aus. Ja. Ich glaube, du musst noch zwei weitere wählen, ne? Was? Nicht noch? Achso, jetzt hab ich halt. Okay. Also jetzt hast du es. Ja, such dir, obwohl, ich muss das machen. Ja. Wo wollen wir hin? Vierte unten. Naruto-Brücke. Vierte unten, was? Nein, eins runter. Eins runter? So, das? Ja, machen wir das. Ja. Okay, machen wir das. Wasserfall. Okay. Irgendwas. Cool. Sind das drei Runden? Ist nur eine, ne? Ist nur eine. Oh, hätte ich einstellen müssen. Mach mal ein anderes Battle. Ich weiß gar nicht, wie es einzustellen geht. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja. Das ist ja nur erstmal so ein kleiner Einblick für euch. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Und jetzt geht's wieder los hier. Okay, ich muss mich... Okay. Ja, ich mach ja einfach. Oh mein Gott, du machst einfach irgendwas, wa? Von wegen. Ja. Hast du mich geschlagen? Oh, was war das denn? Ach komm jetzt, ich hab doch gerade... Ja. Was geht denn da ab? Ich sehe gar nicht, wo ich bin. Achso, da bin ich. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier mache. Du, deinen blöden Sand.
Dara. Ja, hier meine Tsunade. Ja, wie geht das? Was mache ich hier? Ich weiß gar nicht, welche Taste man alles drücken kann. Ich hätte mir vielleicht vorher die Anleitung durchlesen sollen. Ja, bin ich schlecht gewesen. Alter! Ja, mich krieg's nicht. Ja, guck, oh nein! Da. Jetzt haben wir auch hier. Oh, ja, Mist, ich hasse diesen Move. Ich finde den Kuchen auch, wie aggressiv die ist, die Frau. Die ist ziemlich cool. Also die Charaktere sind auf jeden Fall cool. Also die Moves sind auch sehr geil in Szene gesetzt. Blöden. Das Einzige, was echt nervt, ist, dass man... Also... Was mache ich hier? Ich weiß es nicht, aber du tust mir weh. Ich weiß auch die ganze Zeit echt nicht, wie man überhaupt Charaktere herbeiruft und alles Mögliche. Keine Ahnung. Du machst einfach drauf los. Ich drück einfach hier die 4-Tasten oder die 8, 9, die es gibt. Ja, guck hier, mein Gott, ne? Oh Mann, Rock Lee, du Blöder. Was? Weg. Nichts gegen Rock Lee. Ich hab immer was gegen Leute, die mir was wollen hier. Guck mal, du hast auch deine... Nein! Nicht blamiert, nicht blamiert, yes! Nein, können wir nicht mal die Probe vorspielen? Nein, das geht mal gar nicht. Ich hab doch so einen Brustbonus gehabt mit der Tsunade. Brustbonus? Ja. Hey, okay, weil jetzt nicht sexistisch, vielleicht ja. War das auch das Problem gewesen, sie war gar nicht mehr bewegungsfähig. Vielleicht. Okay, einen, glaube ich, spielen wir noch, ne? Also noch eins, ja. Können oh Gott, die, ich bin so schlecht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, achso, jetzt kommen die ganzen gut, Titel. Ich gerade eben, was war ich denn gerade eben? Du hast S. S? du hast jedes Spezial hingekriegt. Ja, ups, stimmt. Da kann shit. Nee, nicht wiederholen. Oh, nein. Ich habe wiederholen geklickt. Halt, wir machen nochmal zurück zur Charakterauswahl. Lass uns ein paar andere Charaktere aussuchen, ja, damit man auch, genau, damit die Zuschauer natürlich auch sehen können, was da sonst noch an geilen Moves vielleicht sind. Also wenn man die schafft. Ich ja. habe aber echt so einen coolen Move in den Proben hinbekommen, aber. Okay. Also ich spiele mal den Naruto, einfach weil. Wir haben auch bestimmt nochmal dann, ja. Nach der Sendung ist geplant, noch so ein Let's Play zu machen. Warte, wo bin ich denn jetzt? Habe ich nur zwei? Achso, ne, Quatsch, da bin ich. Mach mal den hier, Yamato. Und dann. Na? Nehme ich noch. Hä, warum kann ich die? Da. Ah ja, gut, dann machen wir. Ausgeglichen. So. Ja, ich habe Naruto, Sakura und Kakashi. Yeah. Okay. Jetzt such du dir eins aus. Ich such mir was Grünes raus hier. Trainingsplatz. Da war voll die gelbe Wiese gerade gewesen. Tja, Pech. Ich bin halt mit dem, naja, okay, Sasuke fehlt, aber so ein bisschen dem Ursprungsteam hier. Hast du drei das. Stück? Wie, hast du nur einen gewählt? Ach man, deswegen war ich das vielleicht die ganze Zeit falsch. Tja. Okay, egal. Hauptsache, ich kann weglaufen. Also ich glaube, mit Naruto kann ich aber besser umgehen, einfach nein. Weil ich den... Oh, hey, was war das denn? Weil ich den so oft weil ja, natürlich im Spiel, im Story-Modus spiele ich natürlich ständig Naruto, weil er den Story bestimmt. Hallo? Sorry. Ja, ja, ist klar, ne? Wir haben voll Erfahrung. Ja, ja, ich muss das sammelst du jetzt hier für Energie? Ah, so Mist, shit. Ah, das war auch schon mal ganz gut. Ah, so kacke. Wie auch immer ich das gemacht habe. das ist gemein. Dabei habe ich. Da habe ich gerade auch meinen. Was machst du? Das mache ich. Nein! Alle kamen ja oder was? Ja. Kamen ja. Also wirklich. Falsche Serie. Alter. Was fällt dir ein? Das auch können. Wie geht das? Warum kann ich meinen Charakter nicht mehr rufen? Ah, da ist ein Zeitlimit drauf, deswegen. Ach so, okay. Ah, das hab ich auch irgendwie hab ich grad gemacht. Das war doch schon mal ganz cool. So. Wie auch immer das gemacht wurde. Hm? Ah, du leuchtest, das gefällt mir nicht. Ich weiß eigentlich. Ich mit dem Leuchten machen. Hallo! Nein! Guck mal, ich hab da so ein gutes Ding gemacht, das hat mich nicht getroffen. Ja, ich gehe auch absichtlich aus dem Weg ständig. Ah! Ich will ja nicht getroffen werden, weißt du? So zufällig. Ich weiß gar nicht, wie man hier überhaupt Energie sammelt oder was auch immer man macht. Achso, das ist Dreieck. Ach, hätte ich dir vielleicht nicht sagen dürfen. Ja. Okay. Ja. Nein! Mach doch irgendwas! Oh nein! Nein, nicht schon wieder! Ja. Nicht schon wieder! Oh nee, wir sind auf dem Gleichstand jetzt. Na, oh nein! Gleichstand jetzt, von du gewinnst Weg. Jetzt! Nein, nein! Das fand ich nämlich gar nicht ja, los, guck jetzt wieder diese. Oh Gott, nein!
Oh, du bist yeah. So ein Nein, Quark. Noch nicht. Doch, jetzt. Oh. Gleichstand. Guck, so toll ist die Mischung auch wieder nicht, trotz ihrer Vorbereitung. Okay, du hast, ja gut, wir haben jetzt Gleichstand. Okay, ich glaube, man hat einen ziemlich guten Einblick gekriegt. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch ein Let's Play dazu dann. Ja, wir machen also nachher, nach der Sendung weiter. Ja, vielleicht spielt Nana auch mal mitspielen. Genau, vielleicht spielt sogar Nana mit, dann machen wir richtig Turnier oder sowas. Vielleicht können wir dann auch ein bisschen mal üben gucken, vorher. Die Platten macht. Ja, die macht uns bestimmt beide platt. Ja, wir haben natürlich, was Games angeht, auch noch einen Trailer von One Piece Pirate Warrior 2, aber der kommt erst im Laufe der nächsten Tage, glaube ich, auf den JMAG-Channel. Und der ist etwa, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie lang? 5 Minuten lang? Ja, ja, also genau, nicht vergessen, guckt euch den mal an, wenn der da ist. Und ich bin auch mal gespannt, also ich habe den noch gar nicht gesehen und ja, wäre doch ganz cool. So, dann sind wir bei Ido Ido. Ja, auch hier bleibe ich heute dann nochmal da, überhaupt die ganze Sendung. Ja, er belästigt mich von Anfang bis Was Ende. Was soll das? Schrecklich, schrecklich. Ja. So, ich mache mal ein bisschen Platz hier, genau, ich reiche dir das mal rüber. Und letztes Mal hattest du ja ganz brav einen Crashkurs im Kranichfalten gemacht und hast da auch ganz brav die ganzen Fakten, die ich dir gereicht habe, dann auch gut präsentiert und so. Und ich habe hier ein paar Beispiele. Kaum Vorbereitungszeit, einen Abend. Ja, also wirklich unglaublich, du hast das in einem Abend gelernt. Aber hier, ich habe einige meiner eigenen Kraniche dabei, damit ihr die mal seht. Die habe ich vorgefaltet in verschiedenen Farben, ihr seht. So sehen die übrigens noch zugefaltet aus. Und ja, ich habe hier auch noch die Beispiele mitgebracht, die Chris angesprochen hatte, was man damit alles Mögliche falten kann. Zum Beispiel ein Frosch. Ach so, halt. Ja, jetzt sieht man es. Ein Frosch, eine Schildkröte. So. Das hier ist ein Samurai-Helm. Also man sieht, es kann man auch aufsetzen. Also es ist so eine, ja, da sieht man es. Das nennt sich ein Kabuto. Und dann habe ich noch einen Kanarienvogel, der auch sehr süß ist hier. Und den kann man zum Beispiel auch so ein bisschen aufhalten, dann steht der auch richtig so. Ne? Tja, so. Das lerne ich dann beim nächsten Mal. Das kannst du nächstes Mal alles falten. So, ich lege die mal platt hier hin und schiebe die aus dem Weg, denn ich habe mir gedacht, dadurch, dass du letztes Mal unterbrochen wurdest und eben nicht zu Ende falten konntest, werde ich mal ein Extreme Kranich Speedfalten machen. Ja, das hat beim letzten Mal auch, glaube ich, echt bei mir den Zeitrahmen gesprengt. Ja, ja, und außerdem war das Papier auch noch falsch und so, das war also nicht so ideal. Also komplette Vorteile für Mikiko heute. Das aber ist so meine Zeit zum Anjeben. Ja, gewöhne ich nicht dran, ne? Aber ich stelle schon mal hier den Wecker ein, also genau. Nicht den Wecker, sondern eine Stoppuhr. Wir stoppen das heute. Wir stoppen die Zeit, um zu gucken, wie schnell ich das hinkriege. Mikiko hat nämlich gemeint, ich habe das in anderthalb Minuten. Mal gucken. Nee. Also ich sitze jetzt hoffentlich so. Ich hoffe, ihr könnt das gleich sehen. Ja. Ich hoffe, die Kamera sieht das auch. Ich schiebe mal hier ein paar Sachen aus dem Weg. So, dann ich bin bereit. Okay, soll ich los sagen dann? Okay. Achtung, fertig. 1, 2, 3, los. Aber ich glaube natürlich nicht, dass Mikiko die Zeit heute schafft, denn so viel Erfahrung kann die ja gar nicht haben. Jetzt mach mich nicht nervös. Ach Quatsch. Das ist schlimm. Schlimm ist das. Er versucht, der hat auch schon bei der Probe versucht, mich abzulenken. Ich weiß gar nicht, was sie meinen. Ja. Ja, aber ich meine, anderthalb Minuten für 1000 Kraniche heute, ne? Wie 1000? Ja, wir machen doch heute dieses 1000 Kraniche. So ne? Quatsch. Du willst doch einen Wunsch erfüllen. Was? Der hat doch im Programmheft gestanden, also im Programmplan. So ein Quatsch, verarsch mich nicht. Was? Einen ich kriegst du. Ich muss das mal hier mit der Redaktion besprechen. Du kriegst einen 1000stel Wunsch erfüllt. Ein 1000stel. Na, wenn du einen 1000stel hinbekommst, ist das schon mal ganz gut in anderthalb Minuten. Aber ich glaube ja nicht, dass sie sich abgucken, wie langsam die ja vorankommen. Nicht ablenken, sei nicht gemein, ja. Oh mein Gott. Das Schlimme ist, grad, am Ende kriegst du bestimmt wieder diesen Asia-Bonus, weil sie so sympathisch rüberkommt, während sie es macht. Asia-Bonus. Ich dachte, ich habe jetzt so wie bei Naruto so ein Spezial und dann, ja, so. Dann habe ich so einen Geschwindigkeitsboost. Ja, ich wollte gerade sagen, was echt für Stoppuhr oder Geschwindigkeit. Ah, es wird echt knapp hier zeitlich. Ne? Hey, mach mich nicht nervös, mach mich nicht nervös. Oh mein Gott. Bist du sicher, dass der Schritt gerade richtig war? Es hat schon seine Richtigkeit, ja. Ich bin natürlich jetzt voll der Profi von dem einen Abend beim oh Proben. Mein Gott. Das ist jetzt voll der Krüppel, ich schwör's. Noch 2 Schritte.
Oje, oje, Mikiko. Mach mich nicht so irre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich steh dich auf. Ich glaube schon, die Arian wieder dabei, die war viel professioneller. Hey! Fertig! Fertig. Ah, okay. Oh, ein bisschen krüppelig ist er wirklich geworden. Aber hier, jetzt falte ich den mal auf. Tada! Ja, oh. Flügel. Riss. Ja, hast du eigentlich sehr gut geschafft. Also war 1 Minute und 40 Sekunden gewesen. Der Schnabel ist ein bisschen. Und ich ziehe mal 10 Sekunden ab durch meine Volllabertour. Kann nicht aufhören, ne? Kann nicht aufhören. Kann sein, muss es nicht konnte halten. Nicht sein, dass du hier die Zeit schaffst, ne? Ich habe in der Probe war ich besser. Nein, also nee. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Wir werden natürlich im Nachhinein noch ganz ordentlich alles filmen. Ich werde das Schritt für Schritt nochmal machen und dann gibt es das Video natürlich auf dem JMAC-Channel, damit ihr es nachfalten könnt. Und ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr nach wie vor auch uns eure Kraniche schicken oder natürlich sie alle für euch behalten und dann 1000 Stück sammeln oder so. Ein Wunsch ist euch frei, ja. Genau, ein Wunsch ist euch frei. Ja. Ja. Aber natürlich auch nicht nur die Kraniche, sondern auch wirklich halt eben noch dann Bilder für unsere Fanartwand, also überhaupt schickt uns Zeichnungen, schickt uns Briefe und was euch sonst auf dem Herzen liegt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, ne? Gut, das war's auch bei Iro Iro und wir sind beim Thema der Woche. Na? War's, okay. Das Thema der Woche, man hat es ja schon mitbekommen, gerade durch Naruto, dass heute Games anstehen und ja, wir haben jetzt natürlich auch einen Gast für euch eingeladen, das ist die Nana Yakiere, die kommt gleich zu uns auf die Bühne. Und ja, die hat auf jeden Fall jetzt ganz neu den Patina-Manga rausgebracht als Neuauflage. Aber rufen wir sie erstmal zu uns und genau. Dann gucken wir. Komm zu uns, Nana! Nana! Hallo! Hallo. Hi! Ich begrüße dich schon. So, hi! Hi! Setz dich genau, setz dich ja, genau ja, in uns. Nicht, dass ich hier... Okay, Moment. So. Ja, hey, hey. So. Hallo! Ja. So, Kissen noch ein bisschen zurecht. Jetzt wird es ein bisschen kuschelig. Frei habt ihr noch keine gehabt hier. Ist das schön. Ja. Und solch eine Artenvielfalt hier. Genau. So. Ja, nee, ja aber schön, genau. Dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Das ist die Nana, wer sie noch nicht kennt. Auch noch kurz perfekt zu ihr, damit ihr auch genau wisst, wer hier neben uns sitzt. Denn die Nana hat schon mal 2008 beim Manga-Magie-Wettbewerb in Köln den ersten Preis in der jüngeren Kategorie gewonnen mit ihrem damaligen Manga Batterie und wurde dann auch zu Stefan Raab eingeladen. Vielleicht kennt ihr sie auch daher. Und ja, genau. Ihr seht auch schon ein paar Bilder von ihr gerade durchlaufen. Wirklich und sehr schön, ja. Ja, sehr eigener Stil. Und ja. Neu ist jetzt eben auch der Patina-Manga erschienen. Den Reich zeigen wir euch dann gleich rüber, noch genau. In die Kamera genauer. Gib mir mal die anderen, Upp, dann räume ich die aus dem Weg. Ja, ja. Und ja, Nana hat auf jeden Fall sich allgemein schon in der Szene sehr etabliert, dadurch, dass sie auch schon in vielen Anthologien mitgewirkt hat. Hier ist der Manga. Gerade ein bisschen durcheinander hier. Moment. Ja, ich habe da gerade was umgeworfen. Ja, sorry. Ja, ja. Genau, halt einfach. Genau. Soll ich den halten? Halt ja, genau. Halt genau, du halt du mal, kommst ja. Du. Also das ist erstmal Patina, aber sie hat auch schon jetzt zur Leipziger Buchmesse also dieses Jahr zwei neue Geschichten in Anthologien herausgebracht, in A Story to Tell und auch in Byte.O. Und ja, ansonsten wie gesagt, jetzt die Neuauflage von Patina hier bei Delfinienprinz erschienen. Und ihr könnt jetzt immer noch die Fragen stellen, obwohl wir, glaube ich, echt viele bekommen haben. Ja. Und aber Mikiko fängt erstmal an, während ich noch ein bisschen Facebook durchwühle. Genau, okay. Und dann also ich fange den jetzt mal wieder hinlegen. Du kannst den hinlegen, okay. Ja. Gib mal einfach rüber. Ach so, ja, vielleicht kann man auch ganz kurz sagen, unter den Leuten, die jetzt schon Fragen gestellt haben und auch weiterhin Fragen stellen, wird natürlich dieses Exemplar verlost. Also ihr könnt auch sehen, es ist signiert und hineingezeichnet worden. Das ist also ein richtiges Leckerbissen. Ich leg's mal beiseite. Aber ich habe natürlich meine eigenen Fragen an dich zuerst. Und danach haben wir hier, du siehst schon diese Reihe an anderen Fragen, die bombardieren wir mit dich mit nachher, ja? Okay. Okay, als erstes möchte ich natürlich wissen, worum geht es eigentlich in deinem Projekt, Patina? Also, es geht um ein sportliches Mädchen, die heißt Thea und sie ist selbstverliebt und ein bisschen arrogant. Und sie wird von einem Blitzschlag in ein Videospiel verschlagen, aus dem sie dann halt nicht mehr herauskommt und in dem sie dann ein paar Abenteuer erlebt und neue Leute kennenlernt. Und ihr erster Bodyguard, weil sie soll diese Welt retten, weil sie ist die Prinzessin da hat, ist der Teufel Roh. Dem sie halt nicht so ganz vertrauen kann. Also da weiß man noch nicht so genau, wie es da weitergeht. Hoffe ich, dass, ja. Dass man sich das irgendwie fragt. Ja. Genau. Also es ist auch eher so Comedy schon, oder? Ja, es ist zwar irgendwie eine Liebesgeschichte, so das ist so der Kern der Geschichte, aber es ist halt irgendwie eher eine Parodie auf verschiedene Videospiele und ja,
Comedy-Aspekt war mir schon recht wichtig. Ja, vor allem, also ja, ich habe halt auch gelesen und das mit dem RPG, was da so an Macken manchmal sind, wenn das eine echte Welt wäre und so, das ist schon echt lustig eingesetzt. Ja, dann zockst du eigentlich auch gerne und wenn ja, was ist dein Lieblingsspiel? Also ich würde mich jetzt nicht so als krasser Zocker bezeichnen, weil ich auch viel zu viel zeichne, um viel zu spielen. Aber ich spiele natürlich super gerne und ich stehe total auf RPGs. Und mein Lieblingsspiel wäre wahrscheinlich Grandia 2, das ich schon 1000 Mal gespielt. Und ich mag auch so Point-and-Click-Adventures, so Monkey Island zum Beispiel, ja, ist auch so, ja. Das bringe ich immer mit dir in Verbindung irgendwie, wenn ich an das Spiel denke, denke ich, na, das Spiel's. Ja, Monkey Island oder jetzt auch ganz neu zum Beispiel Deponia von Daedalic, das ist auch sowas, was ich so cool finde. Ja, also dann, was hast du eigentlich, also du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du 1000 Sachen gleichzeitig zeichnest und so. Hast du denn irgendwie was in der Zukunft noch laufen? Also das läuft noch weiter? Ja, oder? Also bei Patina zeichne ich gerade so ein bisschen im Schneckentempo an Band 2. Aber da geht's auf jeden Fall dann bald weiter. Ich mache gerade einen Webcomic noch, High Angle heißt der. Und ich habe noch sich andere Sachen. Also langsam wird es ein bisschen viel. Ich muss mich da mal ein bisschen reduzieren. Aber ja, ich mache gern verschiedene Sachen so nebenbei. Ja. Und hoffe, da kommt noch was. Ja, ich hoffe es auch. Ich guck mal kurz, was wir an Fanfragen haben. Das lege ich mal beiseite. Ich habe auch einiges da mal gepostet. Ja. Willst du die erste hier? Ja, genau. Da machst du mal die erste. Da hat nämlich der Maxi Knüppel gefragt. Entschuldigung. Wie bist du auf das Zeichnen, also speziell Manga gekommen? Was hat dich dazu angetrieben? Wer hat dich ermutigt? Ermutigt würde ich jetzt nicht sagen, dass mich dazu jemand hat. War, aber hallo? Natürlich, du warst das. Ja, also ich habe im Kindergarten schon gezeichnet und dann Mangas. Weil Pokémon im Fernsehen kam, habe ich dann angefangen, davon abzuzeichnen. Also als ich so angefangen habe zu zeichnen, gab es noch gar nicht so die Möglichkeit im Internet Google-Bilder sich so anzugucken. Da hat man dann eher vom Fernseher direkt versucht abzuzeichnen oder aus irgendwie der Zeitschriften wie Mega Hero oder sowas. Ja. Ja, da gab es schon einiges ohne Internet, aber... Ja, das ging mir auch so. Also ich habe da auch dann von einzelnen Postern, wenn man ergattert hat, dann hat man 1000 Mal das gleiche Motiv abgezeichnet. 1000 Mal die gleiche Frau, Bunny Zucchino mit 3 verschiedenen Frisuren. Genau. Ja, genau. Ja. Okay, dann fragt Melissa Fricke, möchte wissen, was liest du privat für Manga? Action oder Romance? Oder? Also ich lese relativ wenig Shoujo-Mangas. Und privat lese ich auch echt am liebsten so ganz lange schon Sachen mit viel Comedy und Action. Ja. Ja, dann hat ja auch die Salamandra gefragt, woher nimmst du deine wahnsinnige Motivation? Die ist wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich weiß nicht, ich bin motiviert halt. Bist du ein Workaholic? Ja, ich glaube schon. Also ich brauche Stress, ich brauche Arbeit und wenn ich irgendwie einen Tag nicht zeichne, dann langweile ich mich schon. Nee. Ja, also. Das ist wirklich von Vorteil dann. Nee. Ja. Okay, ja klar. Auch noch dann während dem Studium ja auch noch, ne? Dann. Ja. Es ist halt alles so nebenbei. Also das Studium ist auch nebenbei. Sollte meine Mutter nicht hören. Bitte nicht zugucken. Michaela, ja. So gut, dann. Auch noch von der Salamandra. Ach so, sie hat da mehrere geschrieben. Deine Nicht-Manga-Zeichner-Freunde, haben sie Verständnis dafür, wenn du mal wegen dem Zeichnen weniger Zeit hast und ihnen absagst? Ganz klar nein. Also das verstehen sie irgendwie nicht und finden das auch nicht gut, aber also mittlerweile haben sie sich dran gewöhnt, weil ich mache das halt so, wie ich will und wenn ich sage, nee, ich habe jetzt was zu tun, dann ist das halt so. Ja. Muss halt und halt, ja, wenn man gute Freunde hat, dann verstehen die das. Also dann verstehen die das nicht, aber dann müssen die das akzeptieren. Ja. Ja. Genau, da hat auch der Zau gefragt. Die Zau, ich weiß gerade nicht. Taucher. Oh Gott, den Namen habe ich schon mal gehabt. Du hast doch letztens, glaube ich, noch gemeint, du konntest ihn dann mal richtig aussprechen, kurzzeitig. Sie oder er, ich weiß nicht mehr, hat mir eine Nachricht geschrieben, wie man es ausspricht. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Egal, stell am besten die Frage. Taucher. Wen würdest du cosplayen und wieso? Ja, interessant. Ich meine, ich weiß, du cosplayst nicht sehr viel, aber nee. Wenn? Ich würde wahrscheinlich was Naheliegendes nehmen. Pocahontas oder so. Also irgendwas, was mir vielleicht ein bisschen ähnlich sieht, was eine dunkle Hautfarbe hat.
und was einfach ist, weil ich nicht nähen kann oder sonst irgendwas. Wolltest du nicht auch mal die aus hier Flucht der Karibik machen? Doch, da habe ich auch mal, da hatte ich noch Dreadlocks, oh. Da wollte ich mal hier Tia Dorma machen, aber ich habe nie irgendwie irgendwas fertig gekriegt zu cosplayen. Oh, okay, weißt du, das Auto von ihr ist auch schon wieder ein bisschen. Ja. Ja. Ja, gut, dann habe ich noch von, oh, wie spricht man das denn aus? Fly? Wie bist du auf die Idee von Patina gekommen oder hast du an bestimmte Leute gedacht, als du die Charaktere gefertigt hast? Also erstmal auf die Idee, die ist ja schon mordsalt. Ich habe diese Geschichte angefangen, ich habe letztens eine Liste gemacht, aber ich habe schon wieder das Jahr vergessen, wann das war. Auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ja, die Idee, das ist eigentlich die Grundidee, dass man in ein Spiel irgendwie reingesogen wird, ist ja jetzt nicht neu und auch... Wahrscheinlich hatte die jeder schon mal irgendwie oder sich das irgendwie erträumt. Und ja, da habe ich halt angefangen dran rumzubasteln und die Charaktere immer lieber gewonnen. Deswegen konnte ich es dann auch nicht mehr weglassen und habe versucht dann halt durch diesen Comedy-Aspekt irgendwie noch was Neues reinzubringen. Ja, ich denke, das ist auch gerade sehr gelungen, gerade die Comedy. Ja. Dankeschön. Nee, ich habe ja schon, glaube ich, alle Versionen davon gelesen. Die 3, 4 oder so. Ja, und immer wieder... gelöscht, neue Version hochgeladen. Aber jetzt mache ich es nicht neu, jetzt mache ich es fertig. Jetzt ist gedruckt, das ist auch eine andere ja, Sache. Ja, das war, online ist immer, kann man immer neu machen. Ja, aber ich meine, ich verfolge es seit Anfang an. Und ich meine, ja, seit ich kenne, Patina. Ja, und die Charaktere, ich habe die jetzt nicht nach speziellen Leuten gefertigt, aber ich denke, dass man vor allem bei vielleicht den Protagonisten immer von sich selbst irgendwie vielleicht ein bisschen was mit reinbringt. Jetzt nicht, wie man selbst ist, aber vielleicht... die Redensart oder den Humor oder den Sarkasmus oder irgendwie sowas. Und ich denke, da steckt auch einfach viel von mir mit drin. Da denke ich auch gerade jetzt die sportliche Interessiertheit. Ne? Ich meine, du hast zumindest Fußball gespielt. Ja, zum Beispiel. Ja. Ah, sehr cool. Genau, und dann hat ja auch noch die Lizzie Bergmann gefragt. Was war dein erster Manga? Weißt du das noch? Nein. Mann, was war mein erster Manga? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich weiß, dass die erste ganz lange Serie, die ich gelesen habe, Ranma ein Halb war. Ah, ja. Und die habe ich auch immer noch im Regal stehen. Und das ist auch immer noch eine meiner Lieblingsserien überhaupt. Ja. Und auch also Rumiko Takahashi ist sowieso ein ganz großes Vorbild von mir. Was vor allem so das Storytelling und so... Der Humor auch. Genau, und die Charaktere angeht. Ja, so. Oh, süß. Oh, Ranma ein Halb ist so toll. Ja. Ja, dann eine abschließende Frage habe ich auch nochmal von Naima Sophie. Okay. Was tust du, wenn du eine Schreibblockade hast? Das ist so auch immer so eine Frage, die kommt immer wieder auf. Hast du sowas? Also an so Grundideen hapert es bei mir irgendwie nicht. So, da habe ich meistens irgendwie. Bei mir ist dann eher so, dass ich die Blockade habe, das alles in so einen roten Faden zu bringen und dass das dann irgendwie Sinn hat. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann komme ich da halt nicht weiter. Dann muss ich irgendwie was anderes machen oder... Deswegen ja alles gleichzeitig. Genau, und dann mache ich halt woanders weiter und ja, dann stimmt. Irgendwann blitzt es dann woanders. Hm. Ach ja, nach 50 Seiten wird das Projekt manchmal da weiter. Also, wenn ich hier nicht weiterkomme, habe ich noch 10 andere Sachen. Yeah. Ja, das cool. Ist doch cool, sehr praktisch. Ja. Ja, ob das so positiv ist immer, weiß ich nicht. Naja, aber ich meine, deine Internetaktivität zeigt auf jeden Fall, dass viel rollt. Ja. Ja. Ah, klasse. Also, danke nochmal an euch, dass ihr so viele tolle Fragen gestellt habt. Ja, sind ja über 100 jetzt gewesen. Wow, ja, also das ist klasse. Ich glaube, so viele haben wir bisher nicht gehabt während einer Show. Also ganz aktuell sind es hier 121. Oh, ja. Also super, super. Nein, von tut mir leid, dass wir nicht alle dran nehmen konnten. Ja, das ist echt zu viel. Aber natürlich, einer von euch wird dieses Exemplar mit der Zeichnung drin gewinnen. Ja, in den nächsten Tagen wird es ausgelost. Genau, wir werden also Bescheid sagen. Das losen wir dann aus, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben nach der Show. Und denkt auch dran, dass ihr die Musikvideos noch voten könnt. Also wer von den Musikvideos gewinnt, wird am Ende eben... in voller Länge gezeigt, also das könnt ihr auch nochmal machen, nur als Erinnerung, damit ihr es nicht vergesst. Und ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen umorganisieren für Mickey Go, denn ich muss in die Mitte und so weiter. Und währenddessen könnt ihr euch noch ein paar Impressionen von der Nana anschauen. Bis gleich.
So, jetzt sind wir bereit für Mikigo. Ja, diesmal ist ja auch wieder ein Mikigo. Beim letzten Mal habe ich es ja gemacht. Und da muss auch noch kurz gesagt werden, falls sich da irgendwie manche gedacht haben, sie hatten nicht die gleichen Chancen wie andere, da konnte bei mir im letzten Mal eine kleine Vorskizze erkennen, weil alles eben durch Mikikos Krankheit etwas umdisponiert werden musste und ich mir da noch nicht sicher genug war, weil ich auch noch nicht an diesem Cintiq gearbeitet habe. Also Vorskizzen macht Mikiko keine und deswegen heute ganz normal zur Sache. Aber falls, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen auf Facebook, tut mir leid, wenn man irgendwas erkennen konnte und manche echt dachten, sie hätten da schlechtere Chancen gehabt. Aber heute wieder alles, gleiche Chancen für alle. Ja, also diesmal habe ich auch zwei Figuren, die erraten werden sollten. Es müssen auch beide erraten werden. Es ist wie immer, also die, die noch nicht das nicht kennen, derjenige, der das zuerst errät, kriegt ein, also kann sich aussuchen, was wir heute an Mangas, an einen der beiden, einen der drei Manga darf sich dann der Gewinner aussuchen, den schicken wir euch. Und genau, also ich lege einfach mal los und ihr, also da müsst ein Post ist schon da, glaube ich. Post ist da, genau. Post ist da, ihr könnt anfangen zu raten und ich fange an zu zeichnen. Moment. So, ich habe ein bisschen. Also ihr dürft nicht mitraten. Was? Wir dürfen nicht mitraten? Nein, nein, verboten, verboten. Was? Ist der Rechtsweg immer noch ausgeschlossen? Achso, ja, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich arbeite hier nicht mehr. Möchtest du dich rausreden? Ganz wichtig eben die zwei Charaktere, die Mikiko heute zeichnet. Genau, also es ist nicht nur eine Figur, sondern zwei. Gucken, ob ich das. Manche fangen schon fleißig an, ich sehe es schon, kaum ist irgendwie der Post draußen und fängt an zu zeichnen. Manche wünschen auch. Banane, ist eine Banane! Banane? Was? Ich sag ja nur. Wild drauf los! Ja! Irgendwas wird sein. Ich muss irgendwie an diese Bananas in Pyjamas denken. Das ich bin könnte ich vielleicht auch mal zeichnen. Wie Kiko und Chris? Ach so, ja, zeichne uns. Jetzt ist zu spät. Oh nein. Ach, irgendwie. Ich hoffe, ich gleich mal durch. Jetzt kommen schon echt viele. Oh oh. Immer schön refreshen. Aber ich glaube, die Kombination macht's. Die Kombination wird es auf jeden Fall machen. Ups, oh, ich habe die falsche Farbe ausgesucht. Das habe ich auch beim letzten Mal wie oft gehabt, das Problem. Ja, wenn du an den Knopf dran kommst, passiert das. Dann hat ich auf einmal diese ganze Toolbar weggeklickt. Oh, das ist natürlich doof. Du hast bestimmt Panik gehabt, wa? Ja, die ganze musste ich wieder mit der Pipette die Farbe aufnehmen. Ach, halt, wie soll ich die richtige Farbe nehmen? So, ganz in Ruhe, wir haben ja je nach Zeit. Ja. Irgendwie sieht das. Warte. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen anpassen. Das sieht irgendwie seltsam aus. Ich habe das jetzt so länger nicht mehr gemacht. Was? Moment, ausbessern, ausbessern. Es geht nur um die Charaktere, nicht um schöne Zeichen. Aber. Aber man muss sie erkennen können, die Figuren. Sonst ist das doof. Sonst hat mit Eitelkeit nichts zu tun. Wenn es schlechte Zeichen sind, kann man sich aus. Panik! So. Mal gucken, hier so langsam müsste es. Erkennbar sein. So teer und roh. Ach, halt. Das könnte gleich ein bisschen länger dauern bei der Auswertung, wer gewonnen hat, bei den ganzen Sachen, die hier schon drin stehen. Oh, okay. Ich hoffe auch, dass Facebook das in der richtigen Reihenfolge anzeigt. Ach ja, okay. So. Ein bisschen hochgeraten. Whoops. Nein, es ist nicht Mickey Maus. Okay. So, ich glaube, die kann man auf jeden Fall schon erkennen. Bin auch ein bisschen männlich geraten aus irgendeinem Grund. So, jetzt aber. Die zweite Figur fehlt. Die kommt aber jetzt noch. Irgendwie habe ich Platzmangel hier. Das ist echt seltsam hier mit Facebook mit der Auflistung. Oben steht irgendwie so vor 3 Minuten, dann direkt vor ein paar Sekunden und drunter wird es wieder vor 2 Minuten. Oh Gott, okay. Das ist wahrscheinlich mit dieser Antwortfunktion, die alles durcheinander wirft. Ach so. So. Nein, es dauert noch auf jeden Fall, bis wir einen da haben. Ich glaube jetzt. Ich hoffe auch wirklich, dass man jetzt das hier erkennen kann.
Ich bin blöd am Aktualisieren. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal einen Gewinner hier. Ich muss jetzt nur gucken, wer jetzt der Erste war. Okay, also wir haben Gewinner. Die Frage ist, wer war zuerst da? Das ist natürlich so, dass im Moment, ich habe es auch gemerkt, auf Facebook teilweise die Reihenfolgen durcheinander geraten. Also wir müssen auf jeden Fall erst 100% sicher sein, bevor wir das bekannt geben. Das ist, glaube ich, echt schwierig jetzt hier. Ich glaube, dadurch, dass Facebook wir ein bisschen ein Problem haben, müssen wir es vielleicht nach der Sendung machen, wenn wir in Ruhe gucken können, oder? Also wir machen das, ja. Also Facebook hat im Moment ein Problem, dass die Kommentare nicht in der richtigen Reihenfolge gezeigt werden. Das heißt, wir wissen nicht, wer von euch die erste Person war. Wir analysieren das aber nachher in aller Ruhe und gucken, damit wir euch nichts Falsches erzählen. Die erste Person wird einen der Manga aussuchen dürfen und den schicken wir euch. Also wir geben aber dann auf Facebook Bescheid. Wir machen einen Post und einen Screenshot und es ist, also wir überprüfen auch, dass da nicht irgendwie der Post nachträglich geändert wurde. Also macht so einen Quatsch nicht, ja? Und so, und genau, also du kannst ja kurz sagen, was es war, damit jeder das weiß. Jeder das ist doch hier aus Street Fighter. Genau. Chun-Li. Chun-Li, genau. Und Kirby, würde ich mal sagen. Ja, das ist richtig. Aber hättest du fast gewonnen. Fast, aber nur fast. Verdammt. Ja, und damit haben wir natürlich Mikigo fertig und sind auch am Ende der Sendung angelangt. Ja, gleich kommt dann noch die Musikauswertung. Genau, und vorher sage ich natürlich, was uns nächstes Mal erwartet. Und zwar ist das, das Hot in Japan wird endgültig dann da sein. Und wir freuen uns auf jeden Fall da auch auf die Zusammenarbeit mit der Animania. Und das Thema nächstes Mal am 24.04. wird sein Culture Clash, also wie die Kulturen von West und Ost aufeinander geraten können. Genau. Und so weiter. Also seid gespannt. Da ist auch noch ein Gast in Planung, der es etwas genauer beschreiben kann, was Erfahrungen da gesammelt wurden. Ja, genau, und sag mir mal, wer von den Musiktiteln gewonnen hat. Ja, also gewonnen hat auf jeden Fall hier Fate mit Cosmicalism. Yeah, Fate. Und den sehen wir uns gleich in voller Länge an. Ja. Dir nochmal ganz lieben Dank, dass du da warst. Danke, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Euch danke fürs Zuschauen und wir sehen uns am 24.04. Tschüss. Tschö. Yoshanako kashite, Saishu no kekoku ga, Sekai wo kaeru. Shinjitsu, I see our kanjo, you see our